Hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen Mittwoch zu einer neuen Ausgabe in der Milliarden-Challenge, Ausgabe Nummer 031, Staffel Nummer 5. Und ich muss mal gucken, ob es irgendwelche Kommentare gegeben hat. Hab ich da vergessen? Oh, guck mal da, er nimmt es. Oh, wie aufregend. Die Silage, sie wird genommen. Dumm, 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 dumm. Mal gucken. So, wo haben wir sie denn? Unsere... Uiuiui. So, wollen wir die mal anschmeißen hier. So, elektronische Ladung, Methan behalten, Gärreste behalten, alles schick, alles toll, wunderbar. So sieht das gut aus. Und ja, neue Folgen hier von der Milliarden-Challenge gibt es logischerweise immer montags, mittwochs, samstags. Montags und mittwochs immer um 17 Uhr, samstags immer um 12 und 14 Uhr. Und sollte an dem Tag ein Feiertag sein, dann gibt es auch noch da wieder zwei Folgen. Könnte vielleicht unter Umständen demnächst etwas öfters passieren. Oder auch nicht. Doch Pfingsten wäre nochmal so ein Zeitpunkt, wo wir zwei Folgen Montags geben. Genauso wie es an Ostern war. Aber wie gesagt, mal schauen. So, hier mal wieder den C. Ah, die wieder mit dem Traktor. Wunderbar. Oder wunderbar ist. Also ein schönes Deckchen. Ich muss den Trecker noch umbauen. Fällt mir gerade mal ein. Weil dadurch, dass ich jetzt diese Änderung gemacht habe, kann ich ja jetzt vorne, ich habe das ja im letzten Video gezeigt, so, machen wir eben hier so, da, das Ding kann ich jetzt ja eine andere Farbe geben und obwohl, ne, mir gefällt das eigentlich sehr gut sogar. So, das waren jetzt 24 Ballen. 24 Ballen sind fast 240.000 Liter gewesen. Und er hat noch ein bisschen, okay, ich dachte schon. Ach, wir haben eine richtig gut elektronische Ladung daraus geholt. Das sieht doch schon mal gut aus. Die werden wir behalten, weil die werden wir sicher noch irgendwie brauchen. Wo auch immer das der Fall sein wird. Ich könnte aber schon mal. So, genau. Werde ich jetzt machen in dieser Folge. Hatten ja immer geguckt, da gab es einen Auftrag, wo wir das Ganze in die BGA, und zwar die, die am Hof steht, abliefern müssen. Das ist dann klar dann wunderbar, weil ne, das ist genau so, wie es dem Andy gefällt. In die eigene Produktion wirtschaften. Doppelt gemoppelt hält besser. Nein, aber ne, ganz ehrlich, also das ist ein Auftrag, da kann man doch nicht Nein zu sagen. So, also gehen wir mal hier in Aufträge. Genau, der war es. Ist jetzt nicht so toll, aber dafür, dass das Ganze ja bei uns in die Produktion geht, haben wir den Vorteil, ja, dass im Endeffekt, ne, wir doppelt damit abrechnen können. Und, ne, wir Gärreste bekommen, die wir gut gebrauchen können für andere Produktionen. Und. So, jetzt wollen wir mal hier zurückgehen. Machen wir eben kurz hier den Motor hier aus. So, das ist der. Moment, das ist ein 945. Hier haben wir auch ein 945. Sehr schön. So, und dann haben wir noch den hier. So, koppeln wir das Ding mal wieder an. Rum, rum. Auf geht's hier. Genau, mal gucken, ob wir da irgendwo eine Roboterflugmission. Jo, Andy, das hast du toll gemacht. Hallo? Ist mal los? Was ist denn hier los? Hallo? Guck, guck. Was haben wir hier? So, mal gucken. So, welches Feld war denn überhaupt?
Mit dem Präsidenten. Feld 74. Feld 74. Was war das denn? 74. Nicht 73. Ach, 4. Ach, das ist da drüben auf der Insel. Ach, du ahnst es ja nicht. Ach, nö. Okay, dann wollen wir mal eben schnell einen Kurs dafür generieren. Moment, dann mal hier drauf. So, dann gehen wir. Hä? Hallo? Aktive Helfer? Hä? Hallo, Kollege? So. Hä? So, ich bin auch im Traktor drin. Was soll das denn jetzt? Schön, die Wand. War ja nicht hier. Sondern war hier. Hä, was ist das denn jetzt? So, 9,45, genau. Da haben wir noch. So, ach hier, Moment, Job erstellen. Ah, hier, CP-Feldarbeit. So, Field Position. Mhm. So, okay. Dann gehen wir jetzt hier auf Job starten. Ne, ich will hier nicht auf Job starten. Hä? So, am ersten Wegpunkt. Job starten, hä? Wieso Job starten? Jetzt irgendwie bin jetzt ein bisschen verwirrt, aber sowas von verwirrt. Kurs laden? Nein, ich will auch keinen Kurs laden. Da ist doch gar kein Kurs geladen. Letzter Wegpunkt, erster Wegpunkt, kein Kurs. Ja. Hm. So, noch einmal Job erstellen. Auf viel Position hier. Hat er erkannt. Jetzt da. Busgenerator öffnen. Ha. 720. So, Vorgewende 2. So, starte Vorgewende weich. 7% überlappend. Und längste Kante. Sehr schön. So, generiere Feldkurs. Dürfte schon fertig sein, oder? Ja, ist auch fertig. Sehr schön. So. Dann gehen wir hier rein. Missionen, Kurs speichern, aktivieren. So, F74. Man. Okay. Gehen wir zurück. Dann gehen wir hier. Abfahrerfeld 74. Kurs Play übergeben. Was? Er konnte keinen Weg zum Ziel berechnen. Oh, geht das jetzt schon wieder los? So, stellen wir hier auf die Straße. Dann gucken wir mal. Er hat einen Kurs gefunden. Ja, aufregend. So. Das ist auch 9,45, sehr schön. Ach, das ist auch 9,45, okay. Ja, ja, den nehmen können. Ist egal. Ist jetzt auch egal. Weil jetzt war ich unter Dichtli. Das ist auf jeden Fall für den Winter, dann brauchen wir auch noch das eine oder andere Gerät. Weil im Winter will ich ja wieder Holz machen, das dürfte mal klar sein. Sammeln und wickeln? Hä? Nee. Sie soll nicht sammeln und wickeln? Okay, kein Kurs. So, Mission, Feld 74. So, Kurs laden, Kurs aktivieren. Zurück.
So, erster Wegpunkt, da haben wir's. So, was haben wir hier? Feld 74, Crossplay übergeben. Und jetzt, der ist ja schon mal am Weg. So, wollen wir hier weiter Ballen sammeln. Achso. Ja, Ballen sammeln. Andys neues Hobby, Ballen sammeln. Nein, irgendwo muss man ein bisschen Geld verdienen. Also, ne, nichtsdestotrotz. Irgendwo muss die Kohle kommen. Auch wenn die Kohle jetzt oben wächst. Scheint ja ganz gut zu laufen. So, also wie gesagt, 24 haben wir jetzt schon mal rüber gemacht. Das waren alle unsere. Da ist auch, glaube ich, noch der eine oder andere Ball jetzt verkauft worden. Wo wir unten die BA Süd gekippt haben. Mal gucken, dass ich den Namen da auch noch mal ändere. In BGA Süd, damit man das besser auseinanderhalten kann. Liga Süd, Liga Nord. Aber die schmeißen wir jetzt ja all in unsere eigene BGA. Einfach mal da mal auch ein bisschen Profit noch mitmachen. Dann hatte ich am Wochenende einen anderen Fehler entdeckt. Hatte ja in meiner Produktion Paletten gebaut, 10.000 Liter, was sich im Nachhinein ja als sehr nützlich erweist. Denn eins dürfte mal klar sein, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Giants hat die Anzahl der Paletten, damit man eine bessere Performance bekommt, auf 100 begrenzt. Wenn man jetzt 100 Paletten mal 1000 nimmt, dann sind das 10.000 Liter, 100.000 Liter. 4 Nullen. Also 100 mal 1000, ne, müssten für mich laut Adam Riese 100.000 sein. So, und wenn man bei mir 10.000 mal 100.000 macht, mal 100, das ist aber 1 Million, also da ist ein bisschen Unterschied. Also, ne? Wenn man meine Produktion spielt, wenn man meine Paletten spielt, dann hat man, ja, oder kommt man sehr, ich sag mal, ne, dass man nicht daran kommt, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich sag mal, ne, bis man da mal in die Begrenzung der 100 Paletten kommt, also muss man schon einiges für produziert haben, um dann halt da in diese Beschränkung zu kommen. Mittlerweile werde ich ein bisschen müde, muss ich wieder sagen. Ist ja logisch, ne? Ich bin jetzt seit 17 Uhr Sonntag wach. Und jetzt nehme ich hier, ne? Die Folgen hier auf. Aber ich will auch jetzt nicht ins Bett gehen, weil ne, dann habe ich wieder das Problem. Dann schlafe ich wieder tagsüber und nachts schlafe ich wieder nicht. War ich auch mal froh, dass ich mal 2 Nächte nachts geschlafen habe. Also muss ich jetzt irgendwie gucken, dass ich den heutigen Tag irgendwie überstehe. Ich die eine oder andere Folge aufnehmen. Wäre ein Hit, den man schaffen würde. Ein bisschen länger jetzt hier, ne? Vielleicht der eine oder andere Folge mehr jetzt in dieser Session aufnehmen. Mal gucken, einer nicht. Habe ich noch nicht zum Finale entschieden, was ich jetzt machen werde. Oder ob ich dann doch lieber gleich modde. Ich weiß nicht, mal gucken.
Oh Gott, er trinkt ja nicht mal eben einen Schluck Kaffee, ne? Und schon mit dir wieder Blödsinn. Ach nee, Andy. Du sollst ja keinen Kaffee trinken, während du arbeitest. Warum bin ich jetzt hier eigentlich um 10:50 unterwegs? Kann mir mal einer sagen, warum ich den starken Bauer nicht mehr sehe? Ich sehe nur noch eine Maus, was andere sehe ich nicht mehr. Aber ich sehe keinen starken Bauer mehr. Sind auch, wenn ich alle drücke. Oh, Moment, machen wir eben den Wecker ausmachen. So, ist Andy wieder zurück. Ja, eigentlich wollte ich jetzt aufstehen. Ja. Es ist 8 Uhr morgens, meine Freunde. 8 Uhr morgens. 8 Uhr Montagmorgen. Hier in Deutschland. Und der Andy nimmt Folgen auf. Lima. Oh, diese Sounds echt mega. Also, ich bin immer wieder begeistert. Um vielleicht nochmal ein bisschen auch zu den Produktionen, die ich jetzt vorgestellt habe, zu sagen, wann werden die dann kommen, das kann ich auch noch nicht im Detail beantworten. Also erstmal möchte ich, dass das alles funktioniert, dass alles seinen gewohnten Gang geht, so wie das sein sollte, ohne Fehler, ohne alles. Ich weiß auch nicht, warum jetzt wieder der eine oder andere Fehler da aufgetaucht ist, ich weiß es auch noch nicht. Also von daher, seht es mir nach. Ich will erstmal die Fehler weg haben. Und dann werde ich die ganzen Namen sicher noch veröffentlichen, weil ich sage, ne, bis jetzt laufen sie die Tests eigentlich ganz gut. Muss ich auch mal ehrlich sein. Aber es sind halt 7 Fehler da. Auf dem Dedicated Server. Die muss ich erstmal finden. Also ist jetzt nicht so, dass ich nur eine Produktion oder nur ein Mod auf dem Server hätte, sondern sind viele. Da muss ich mich durch eine lange, lange Lockliste arbeiten, um dann da die Fehler zu finden, die dann auch meine Produktion betreffen oder auch mein Tuning Pack oder was auch immer. Ich habe jetzt versucht, mal eine andere Strategie, habe ich auch am Wochenende auch mir hier zurecht gemacht. Dass ich also jetzt hier irgendeine Map nehme, egal was die Zahne ist. Und dann kann ich drauf gehen und testen. So, gehen wir eben schnell zu Feld 74. Können wir mal eben da hinfahren. Kann ich aber eben machen. Ist ja kein Problem, oder? Dafür haben wir doch. So. In der Zwischenzeit, ach guck mal, das funktioniert wieder jetzt. Ne? Er mäht da, ah, das geht aber mittlerweile echt gut. Also dafür, dass beim letzten Mal noch nicht so gut funktioniert hat, funktioniert es diesmal umso besser. Ach, das hat er hier schön gemacht, oder? Diesen Weg hier, ach herrlich. Herrlich. Sehr hübsch. Sehr hübsch hier. Also muss ich ja sagen. Hat der fett schön gemacht. Muss ich aber wieder ein Kompliment wieder aussprechen. Aha, aha. Sehr interessant. Sehr interessante Wegführung hier. Ja. Gefällt mir. Sehr anspruchsvoller Weg. So, dann könnt ihr hier mal. Aber auch hier sehr gefährlich. Sehr gefährlich, Freunde. Das ist ja wieder genau was für Andy, ne? Da kann der Andy ja hier mal ins Meer. In die Nordsee. Da könnt ihr direkt reinfahren. Gefährlich. Nicht gut für den Andy. Warte, so ist wie es ist. So. So, hier sind also 77.000 Liter. Boah, hier ist eine richtig elektrische Ladung hier rausgekommen bei. Sehr nett. Gerest haben auch schon 65.000. Methan, naja, aber jetzt nicht so toll. Biogas ist noch weniger. Aber das ist ja klar. Aber da hat er ja nichts dann geändert. Ne? Das ist ja immer noch genauso, wie das ja auch von Giants, glaube ich, ist sogar die Originaleinstellung von Giants. Also da habe ich noch nichts dann gerüttelt. Muss ich ja noch mal gucken. Oh, jetzt. Aha. Jetzt.
Gefährlich, gefährlich hier. Aber er hat ihn schön beiseite geschoben. Also jetzt bin ich ja mal hier gespannt, wie viele Paletten dann hier, oder wie viele Paletten, wie viele Ballen wir jetzt gleich hier einsammeln. Also da bin ich mal gespannt. Oh, und ich sehe, dass die Folge halt wieder zu Ende ist. Ja, was ist das denn? Was ist das denn? Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Mittwochabend. Macht es gut. Das war's von mir an dieser Stelle. Wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Macht's gut. Bleibt gesund. Euer Andy und bye bye.